Wissen Sie eigentlich auf Anhieb, wie viel 50 Mark in Euro sind? Ich habe es nicht gewusst. Ich musste mir es auch ausrechnen lassen. Es sind genau 25 Euro und 56 Cent. Ja, so langsam müssen wir uns an den Euro gewöhnen. Ab dem Jahr 2002 ist die Mark endgültig passé. Die Computerfachleute in Unternehmen, Banken und Verwaltungen arbeiten jetzt schon kräftig an der Umstellung ihrer Systeme von Mark auf Euro. Die Kirsch GmbH in Trier ist ganz vorne dabei. Sie rechnet jetzt schon fest mit dem Euro. Vor allem ein Mann hat da ganze Arbeit geleistet. Mit dem Euro wird Hermann Kraft spielend fertig. Und nicht nur mit dem aus Schokolade. Der EDV-Experte hat den Euro auch computermäßig im Griff, denn er hat die Buchhaltung seines Arbeitgebers ganz auf die neue Währung eingestellt. Die Kirsch GmbH in Trier verdient ihr Geld mit Notstromaggregaten, die in die ganze Welt verkauft werden. 4 Monate hat Hermann Kraft mit seinen Kollegen getüftelt, bis sie der Geschäftsleitung das Computer-Okay für den Euro-Start zum 1. Januar geben konnten. Das waren zwei Dutzend Programme circa, die neu geschrieben werden mussten und etwa ein Dutzend Programme, die geändert werden mussten. Es war eine aufwendige Arbeit, weil diese Programme alle von uns selbst geschrieben waren und da teilweise Programme, Buchhaltungsprogramme dabei sind, die ich vor 10, 12 Jahren entwickelt habe. Nur die Lohnbuchhaltung, die steht noch aus. Deshalb ist für die Kirsch-Mitarbeiter ein Lohn in Euro noch kein Thema. Bis Mai werden sie noch in Mark und Pfennig bezahlt. Doch ansonsten alles in Euro, ob im Warenlager oder bei den Rechnungslisten. Dabei hätten Geschäftsführer Manfred Schmidt und sein EDV-Fachmann sich noch Zeit lassen können bis zum endgültigen Euro-Countdown 2001. Wir haben uns dann gesagt, wenn wir die Euro-Umstellung hinter uns haben, dann können wir uns einfach anderen Themen besser zuwidmen und zuwenden und brauchen nicht immer mit einer gewissen Bangheit auch noch darauf zu achten, klappt die Euro-Umstellung oder nicht. Sie hat bei uns, wie es jetzt nach den ersten 6 Wochen ist, geklappt und wir sind sehr, sehr zufrieden. Der Euro macht für die Trierer die Abrechnung mit Lieferanten aus Euro-Ländern einfacher. Zum Beispiel beim Kauf von Zubehör. Schutzschalter aus Frankreich oder Holland wurden geliefert. Früher musste dann von Franc und Gulden in D-Mark umgerechnet werden. Jetzt können Schalter aus verschiedenen Ländern in einem Rutsch verbucht werden. Außerdem spielen hier Währungsschwankungen keine Rolle mehr. Wenn Hermann Kraft neue Schalter aus Frankreich bestellt, muss er sich keine Gedanken mehr machen, ob der Franc vielleicht steigt und ihm dann die Schalter teurer zu stehen kommen als geplant. Und der Euro macht den Blick zur Konkurrenz leichter. Jetzt können die Trierer die Preise ihrer Aggregate mit den Preisen anderer Eurofirmen direkt vergleichen. Nach 6-Euro-Wochen ziehen Manfred Schmidt und Hermann Kraft Zwischenbilanz. Die Abrechnungen mit Kirschlieferanten zeigen keine Probleme. Und auch mit Kirschkunden hat Hermann Kraft kaum Euro-Ärger. Nur eine bestimmte Käufergruppe kann sich mit der Währungsunion noch nicht so recht anfreunden. Das sind in der Regel Kunden der öffentlichen Hand, Kommunen, die also anscheinend noch nicht zum Euro gehört haben, die uns die Rechnung mit der Begründung zurückschicken, die Rechnung sei nicht bearbeitbar und es wäre nicht zulässig, die in Euro auszustellen. Ein Euro-Schmankerl. Ein Kunde musste von Euro in D-Mark umrechnen. Dafür soll die Firma Kirsch zahlen, und zwar einen Pfennig. Silvester 2001 ist in Europa endgültig Euro-Stichtag. Während andere Unternehmen wegen der Umstellung dann vielleicht Überstunden schieben, können sich die Trierer ruhig zurücklehnen. Für sie ist der Euro dann längst gegessen.